Hallo Löwe, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich bin sehr dankbar, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammen schauen, wie die Energie für dich für den Monat Dezember für dich steht, ja? Schauen wir mal zusammen, Löwe. Hinter dem Deck Löwe ist ein Ritter der Stäbe. Und das ist dein eigenes Element, ja? Stäben, Feuerelement. Also Sternzeichen Löwe, Schütze, Sternzeichen Widder. Vielleicht hast du auch mit so einem Sternzeichen zu tun. Sternzeichen Widder kam für dich jetzt auf den Würfeln, ja? Auf den Würfeln habe ich Sternzeichen Widder und die Nummer 1 ist einfach nur interessant, ja? Ziemlich, ja. Also, Ritter der Stäbe, du schaut ja die Illustration von dieser Karte. Du siehst ja eine Person, die glücklich ist, sehr viel Kraft und Energie hat, sehr leidenschaftlich ist. Also, es ist tatsächlich dieses Feuerelement hier zu spüren für dich, für den Monat Dezember. Du bist in deinem Element und das ist natürlich auch sehr gut, ja. Ein Ritter der Stäbe kann auch, also hat mit einer Handlung zu tun. Das ist eine Handlung, ja. Es kann mit einer, auch sogar eine Reise zu tun haben. Muss keine große Reise sein. Also es kann eine kleinere, aber das deutet ja auf eine, so eine Handlung, ja. Kommunikation natürlich auch. Und wie gesagt, also ich spüre hier eine sehr leidenschaftliche Energie, ja, hier. Wir müssen natürlich jetzt schauen, ja, Löwe. Schau mal hier, habe ich sechste Kelchen und Ritter der Stäbe. Tja, ich meine, okay, wir haben den Monat Dezember, Weihnachten ist ja da. Vielleicht, ja, hat das hier mit der Familie zu tun. Sogar Kinder von dir, die nicht mit dir zusammen in der gleichen Stadt sind oder zusammenleben und du bekommst Besuch, ja, Menschen, die dich besuchen. Also hier habe ich sechste Kelchen. Sechste Kelchen ist eine Energie, die sehr viel mit den Kindern, mit deinen eigenen Kindern zu tun haben, Geschwister oder Familie, ja. Und man könnte das hier jetzt sehr gut verbinden mit diesem Weihnachtszeit, ja. Dass das hier irgendwie damit zu tun hat. Oder sonst mit einer bestimmten Person der Vergangenheit tatsächlich, ja. Also es muss nicht unbedingt jetzt direkt nur mit der Familie zu tun haben, kann natürlich auch mit einer Person der Vergangenheit sein und diese Person besucht dich, möchte dich sehen oder so einen Kontakt gibt es hier schon, ja. Eine Person der Vergangenheit, wie gesagt, Löwe, die du schon sehr, sehr lang kennst. Oder nochmals, könnte sogar mit über eine neue Person reden. Ja, tatsächlich ist das so. Also, es ist verschieden. Wir schauen jetzt, weil das ist nicht alles gesagt mit diesen zwei Karten. Tatsächlich ist es nicht alles gesagt. Ich spüre hier eine sehr emotionelle
und leidenschaftliche Energie. Das ist tatsächlich so. Die Emotionen sind da, die Gefühle sind da mit diesen sechsten Kerlchen und diese Leidenschaft natürlich auch mit diesen Ritter der Stäbe. Also jetzt schauen wir mal, ja. Die Energie ist, ja, vorerst sieht sehr gut aus. Ich sehe hier eine positive Energie, ja. Feuerelement, wie gesagt, Löwe, vielleicht hast du tatsächlich mit einem Feuerelement wie du, Sternzeichen Löwe, Schütze und Sternzeichen Widder, kommt sogar auf den Würfeln, ja. Zwilling, Sternzeichen Zwilling ist auch da. Ja, und Jungfrau sehe ich nämlich auch. Nochmals diese Karte, die über eine Person spricht, die doch mit deiner Vergangenheit zu tun haben könnte. Eine Person sehe ich hier, die beobachtet, irgendwie eine Person beobachtet noch weiterhin. Also, wow, die Karte, die Sonne, also Sternzeichen Löwe, Jungfrau, wir schauen jetzt, ja. Schau mal bitte jetzt, Löwe, in der Mitte, Monat Dezember, ein König, König der Kerlchen, kann auch eine Königin sein. Eine Frau kann auch diese Energie haben. Ja, wir reden am Ende nur über Energien. Die Person, die ich hier habe, ist tatsächlich wie ein Stein. Ja? Ein Stein emotionell jetzt gesehen. Weil diese Person kontrolliert, hat diesen Kontroll über seine eigenen Emotionen. Zeigt sehr viel Stabilität. Diese Person hier zumindest zeigt schon sehr viel Stabilität, ja, emotionelle Stabilität überhaupt. Eine Person, die in seiner Mitte ist, die, ja, also ist immerhin ein König, wie gesagt. Wasserelement, Sternzeichen Skorpion, ist für mich mit dieser Energie sehr zu spüren. Sternzeichen Skorpion kann aber natürlich auch Krebs oder Fische sein, immerhin Wasserelement, ja. Für mich ist, wie gesagt, viel mehr Sternzeichen Skorpion in dieser Karte zu spüren. Es ist unabhängig, es ist egal. In manchen Fällen ist das nicht mal für dich Skorpion. Ja? Die Person kann diesen Element in seinem astrologischen Chart sehr stark haben, sogar du. Und das spricht für dich und du hast mit einem ganz anderen Sternzeichen zu tun. Durch Sternzeichen nicht beeinflussen lassen. Ich nenne halt die, weil die sind, die hier sich zeigen. Aber vorsichtig damit, weil in manchen Fällen spricht für eine Person, die auch so eine Beschreibung hat, aber nicht unbedingt Wasserelement ist. Ja, spricht für die Energie der Person. Die Karte, die diese hier kreuzt, ist eine Herrscherin. Also, ich habe schon zwei wichtige Energien jetzt in der Mitte als Thema für dich. Ja. Die Herrscherin ist in einer Blockade. Die Herrscherin spricht für eine Mutter, für eine Ehefrau, natürlich auch in dem Fall für einen Ehemann. Wir haben gerade gesagt, dass wir nur über Energien reden. Und ein Mann kann die gleiche Energie wie eine Herrscherin haben, natürlich. Also von da aus, du siehst, ich habe hier zwei Energien, wichtige Energien, immerhin, ja. Ich habe die Herrscherin, die Königin, alle anderen Königinnen. Ich habe einen König hier auch. Ich habe schon wichtige Energien für dich in der Mitte. Löwe, ja. Die Blockade sehe ich eine Mutter. Für diesen König der Kerlchen. Eine Mutter. Aber die Energie zeigt sich sehr leidenschaftlich. Eine Person, die du möglich schon sehr lang kennst. Kinder sind hier auch zu sehen. Aber das sehe ich ja, mit der Herrscherin sieht man ja auch Kinder. Normalerweise schon. Also man könnte denken, das ist automatisch, ja, wenn man die Herrscherin hat. Man sieht Kinder automatisch hier. Überhaupt, das ist ja eine Frau, die auch schwanger ist, ne? Also von da auch diese Fruchtbarkeit ist ja hier zu sehen, ja. Ja, und Kinder sind tatsächlich hier zu sehen, natürlich. Wie gesagt, ich spüre so auf der Schnelle jetzt eine Person, die du jetzt sehr lang kennst.
Vielleicht, wo dieses On-Off da oft das war, also eine Person, die ich ab und zu mal treffe oder immer wieder mal treffe, sporadisch oder unerwartet oder wie auch immer. Also eine Situation, ich rede nicht über eine, vielleicht eine ernste Beziehung, rede ich nicht. Ich rede über eine Person, die ab und zu mal da war oder immer wieder kommt oder so eine Situation ist hier. Die Gründe, man könnte hier schon natürlich eine familiäre Situation sehen. Und diese familiäre Situation zeigt sich verschieden für uns allen. Es muss nicht immer über eine dritte Person reden, kann natürlich schon, aber es muss nicht. Ich kann hier eine ganz andere familiäre Situation haben. Genau. Ich spüre nochmals sehr viel Leidenschaft in dieser Energie hier bei dir. Ja. Löwe, Augenblick bitte. Jungfrau ist auch sehr präsent bei dir. Jungfrau, Wassermann, Schütze, Fische. Löwe wie du überhaupt. Königin der Schwerter. Ja, in dem Fall, du merkst ja, also Königin der Schwerter ist eine Energie, die sehr analytisch ist. Eine Person, die sehr viel nachdenkt, sehr analytisch ist, sehr mental und kalt ist. Ja, es kann hier schon über diese Frau oder der Mann von dieser Person hier. Also König der Münzen, Königin der Schwerter. Ich sehe schon eine familiäre Situation hier mit diesem König der Münzen. Eine Person, die Familie hat, verheiratet ist und mit einer Person zu tun hat. Also verheiratet ist mit einer Person. Und nochmals, unabhängig jetzt, ob Frau oder Mann ist und so weiter. Also eine Person, die verheiratet ist und in eine komplizierte Situation ist. Ja, also ja, ich könnte hier doch für eine Gruppe mit so einer Situation zu tun haben. Eine Person, die verheiratet ist und die Frau oder der Mann sogar eine bestimmte Situation rausgefunden hat oder erfahren hat und momentan Konflikten gibt, ja? Der Herrscher, Löwe, der Herrscher, du hast gerade vorher gesehen, ich habe dir gesagt, Sternzeichen Widder ist bei dir sehr stark zu spüren, ist auf den Würfeln auch. Sternzeichen Widder hier auch, für mich auch Stier, kann auch für Sternzeichen Stier reden, Steinbock sogar. Nochmals neunte Kerlchen. Fünfte Stäbe, hier sind auch viele Menschen, ja, also das muss ich schon sagen. Hier sieht man sehr viele Menschen. Schau mal bitte jetzt. Unsere König der Kelchen in der Mitte begleitet mit zwei der Stäben und neun der Schwerter. Also, das Gefühl hier ist, vielleicht als Thema, ich sehe ja ein König der Kelchen, Wasserelement. Vielleicht sogar könnte hier eine geografische Distanz geben mit der Person, wegen dieses zwei der Stäben, dass man die eine Distanz hat. Ich spüre hier viele Gedanken, also mit neun der Schwerter, man macht sich schon sehr viele Gedanken über diese Situation, in diese Person. Vielleicht zum Beispiel, ich möchte die Person besuchen oder ich möchte die Person sehen. Ja, eine Person denkt hier sehr viel nach. Ja, wie mache ich das am besten? Wie organisiere ich das am besten? Ja, damit ich diese Person treffen kann.
Das Gefühl wäre hier, eine Person hat etwas vor, ja. Eine Person ist sehr stark am Nachdenken, tatsächlich. Ja? Also das ist das Gefühl, eine Person ist sehr stark am Nachdenken. Wie, wann, wo und so weiter. Ja? Die Gedanken sind tatsächlich hier. Das Gefühl ist, wie gesagt, ich möchte diese Person treffen. Ja. Ja, die Legung kann sich auch spiegeln. Es kommt darauf an, wie es für dich so spricht. Ja, das ist die Energie, die ich hier habe, wie du siehst. Ja, also ich spüre hier schon die Gedanken sehr stark im Monat Dezember. Die Gedanken sind hier sehr präsent. Ja, wie man das am besten macht, damit ich diese Reise mache, zum Beispiel, damit ich diese Reise mache, damit ich diese Situation, das alles organisieren kann und so weiter. Ja. Schau mal bitte jetzt, der Löwe, die Blockade, du hast es ja gesehen, eine Königin, eine Herrscherin, Entschuldigung, Herrscherin, drei der Schwerter und neun der Stäbe. Also diese Energie hier jetzt, Löwe, ja, diese Energie ist als ein Hindernis da. Also ich spüre das mehr als ein Hindernis. Ein Hindernis. Können hier die Kinder sein? Zum Beispiel, das ist für eine Gruppe jetzt. Zum Beispiel, ich bin Mutter, ich habe Kinder, ich habe Verantwortungen. Oder ich bin ein Vater, ich habe Kinder, ich habe Verantwortung und es ist kompliziert. Ja? Wegen dieser Mutter oder wegen diesem Vater, so eine Situation, dass. Ja, zum Beispiel, ja, oder das hat irgendwie doch mit deiner Ehefrau oder Ehemann zu tun. Oder mit deiner eigenen Mutter oder eigenen Vater. Da die Situationen so verschieden sind, das ist natürlich jetzt verschieden hier. Ich sehe hier ein Hindernis und das hat mit einer Herrscherin zu tun. Und das ist ein Hindernis, weil in eine Blockade hier bei dir ist. Und irgendwie ist eine Situation, die sich kompliziert zeigt. Drei der Schwerter ist auch da, begleitet diese Herrscherin hier. Drei der Schwerter, neun der Stäbe. Ich sehe schon eine komplizierte Situation hier mit einer Person, tatsächlich. Es zeigt sich deutlich, eine klare, komplizierte Situation mit einer Herrscherin. Und hier gab es schon irgendwie oder ist ein Treubruch oder es zeigt sich hier wie Enttäuschungen, oft das, also ich bin oft das enttäuscht worden durch diese Person, ich bin oft das verletzt worden, ja, es ist immer wieder die gleiche Situation mit einer Person. Das Gefühl hier wäre, ich bin schon oft das in dieser Situation, das ist fast eine Wiederholung immer wieder in meinem Leben mit einer bestimmten Person. Diese ständige Enttäuschung hier mit einer Person. Nochmals, Löwe, ich kann für deine Situation nicht wissen, wer diese Person für dich ist. Das musst du schauen, das musst du wissen. Ja? Du musst schauen, wie du die Energie für dich anpassen kannst. Aber das ist ziemlich deutlich hier. Wir reden hier über eine Person, die und mehrere oft das, also mehrere Verletzungen. Ja, mehrere Verletzungen. Einen Schmerz, ja, ist hier schon zu spüren. Und das Gefühl wäre tatsächlich, ich möchte hier raus. Das ist das Gefühl tatsächlich. Also, ich möchte, das ist für mich eine Blockade. Und eigentlich, das Gefühl wäre, die Person, die ich hier habe, ist voll in einer emotionellen Balance. Also ich bin in meiner emotionellen Balance und ich möchte eine Entscheidung treffen für mich, eine andere. Ich spüre hier neue Türen, die sich öffnen für, ja, für dich, Löwe. Neue Türen, neue Möglichkeiten könnte man hier sehen. Ja?
Also so ungefähr, mein Leben ist nicht das alles gewesen, ja. Also mein Leben ist nicht das. Es öffnen sich neue Türen hier. Es gibt neue, andere Möglichkeiten. Und man sieht das. Also das Gefühl wäre, du weißt das schon. Du weißt schon, dass es für dich andere Möglichkeiten gibt, neue Türen sich öffnen. Und das ist hier das Gefühl, ja. Weil die Energie wäre hier, mit dieser bestimmten Person, die ich hier habe, gibt es schon eine komplizierte Situation tatsächlich. Ich kann hier über einen Treubruch reden, Treulosigkeit, über mehrere Beteiligten reden, über oft das Enttäuschungen hier mit einer Person. Schau mal in deine Unbewusstheit. Sechste Münzen, Ritter der Schwerter und zehnte Stäbe. Ich spüre bei dir eine karmische Situation, ja? Aber momentan reden wir für allen Sternzeichen über Karma. Ja, und das ist weder gut noch schlecht. Karma ist einfach, heißt einfach eine Konsequenzen. Die sind Konsequenzen, ja? Von unseren Taten. Und jeder von uns am Ende bekommt von diesen Konsequenzen natürlich zurück. Ich meine, es ist so. Es ist so. Es gibt keiner von uns befreit sich. Keiner. Wir bekommen alle einen Teil von diesen Konsequenzen zurück. Es ist normal sogar. Was anders wäre nicht normal. Normal ist, dass wir von unserem Karma zurückbekommen, weil wir bewirken Karma täglich. Und früher oder später, ob man glaubt es oder nicht, jeder von uns bekommt, was jeder verdient. Ja, was man verdient. Und das ist einfach alles. Ich spüre hier eine karmische Situation schon. Ja. In deine Unbewusstheit sieht man hier diese Situation, sogar dass eine Person immer wieder von sich gibt. Es kann Geld sein, es kann, also ich sehe hier sechste Münzen, wir können hier über Geld reden, dass man immer wieder von sich gibt. Ja. Zehnte Stäbe deutet ja auf eine Situation, wo man schon müde ist. Ich habe es satt, ich habe es die Situation tatsächlich satt. Und das sieht man auch mit diesem neunten Stäbe hier, mit der Herrscherin. Eine Person, die es einfach satt hat, ja. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Es fühlt sich hier wie eine Last. Es ist sehr kompliziert und ich kann nicht mehr. Und eine Person verteidigt diese Situation. Ich spüre hier mit dem Ritter der Schwerter, gibt es so eine Person, die einfach sich verteidigen möchte oder einfach seine Situation, ja, sogar diskutieren möchte, ja. Ich spüre hier irgendeine Person, die eine Gerechtigkeit sucht oder einen Balance sucht hier, weil diese Situation ungerechtig ist, nicht richtig ist, ja. Sechste Münzen deutet ja auf diesen Balance, ja, einen Balance in eine komplizierte Situation hier. Wir reden, schau mal, wir haben in der Mitte für dich, Löwe, neun der Schwerter und neun der Stäbe. Ja, ich muss dir sagen, die Nummer 9 wiederholt sich bei dir oft das. Also ich habe die Nummer 9, 1, 2, 3, 4, 5 Mal. Die Nummer 9. Und die Nummer 9 hat schon mit einem Zyklus zu tun in deinem Leben. Und das ist deutlich. Also eine Situation, die sich verändert, die auch ein Ende hat. Du bist da drin, du bist dabei. Das ist, was ich meine. Also natürlich bist du noch nicht draußen, raus von dieser Situation. Du bist noch dabei. Aber die Nummer 9 kannst du gerne über Internet als Engelnummer suchen. Oder einfach diese Nummer in der Numerologie suchen. Es ist eine wichtige Nummer. Und nochmals, spricht schon für einen Zyklus. Eigentlich sagt man, das ist die Nummer 9 und nicht die Nummer 10, ja? Die über einen Zyklus spricht. Es ist halt interessant, aber ich finde, diese Nummer 9 ist wichtig. Und hier überhaupt in deiner Legung ist wichtig. Ja. Schau mal bitte jetzt. In deinem Bewusstsein habe ich die Karte der Magier.
Dekade der Eremit und 8 Münzen. Also Löwe, dass eine Person hier spioniert oder eine Person hier beobachtet, das ist schon mal sicher. Jemand beobachtet ganz genau auf der Lupe. Also ich weiß natürlich nicht, wer diese Person jetzt ist. Du siehst ja Zwilling, Jungfrau. Ich muss dir sagen, Löwe, Jungfrau ist bei dir gerade stark zu spüren. Jungfrau, ja. Entweder weil du eine Verbindung zu diesem Sternzeichen hast oder du in deinem astrologischen Chart dieses Sternzeichen hast, aber Sternzeichen Jungfrau ist hier schon sehr stark, ja, zu spüren. Ich sehe eine Person, die wirklich mit der Lupe beobachtet, spioniert. Eine Person, die irgendwie... Ich sehe sogar eine Person hier, die sogar mit Magie zu tun hat. Eine Person, die vielleicht durch die, zum Beispiel wie wir jetzt, durch Tarot Informationen holt. In manchen Fällen nicht nur durch Tarot, sondern ich spüre eine Person hier, die wirklich sogar mit Magie doch arbeitet. Löwe, mir ist natürlich klar, dass das nicht für uns allen spricht, ja. Ja, ich meine, mir ist ja bewusst, ja. Und dass viele von uns auch ziemlich skeptisch sind in der Sache. Ziemlich skeptisch sind, das weiß ich. Ich meine, mir ging es auch nicht anders. Also ich verstehe ja alles, ja. Ich verstehe ja alles, jeder Position verstehe ich. Und, aber ich glaube auch, dass das hier existiert und es gibt. Aus eigener Erfahrung weiß ich das. Also ich muss immer die Erfahrung selbst machen, weil sonst ist irgendwie, wenn man die Erfahrung nicht gemacht hat, du siehst die Sache noch nicht so deutlich, ja. Ich bin natürlich nicht dafür. Ich bin weder für weiße oder schwarze Magie. Ich bin total dagegen. Warum? Weil wenn man durch weiße Magie, obwohl für mich Magie, ist weder weiß noch schwarz. Magie ist Magie, weil du beeinflusst den freien Willen von einer Person und das darf nicht gehen. Also auch nicht, wenn man sagt, nein, es ist nur gut gemeint, ich möchte nur, dass die Person mich liebt oder ich möchte nur, dass die Person bei mir bleibt. Das ist schon auch schon von vornherein nicht gut gemeint, ja. Weil man beeinflusst den freien Willen von einer Person. Niemand darf mich beeinflussen, in meine Entscheidungen beeinflussen. Ja, ich habe einen freien Willen und ich entscheide für mich, was für mich besser ist oder für mich richtig ist, ja. Was ich nur sagen möchte für die Menschen, die damit zu tun haben oder für die Crosswatchers oder wie auch immer, weil die Legung hat weder Vor- oder Nachnamen, was ich nur sagen möchte ist, das ist sinnlos, weil wenn eine Person beschützt ist, ja, und man hier mit Magie arbeitet gegen eine bestimmte Person, diese Magie kommt an uns zurück. Was heißt das? Wenn man zum Beispiel wollte, aha, ich möchte, dass diese Person mich einfach liebt und nur mich und bei mir bleibt, diese Energie kommt auf dich zurück und das bewirkt sogar, dass du in manchen Fällen verrückt werden kannst. Du kannst verrückt werden, weil wenn du tatsächlich, weil das kommt auf dich 2, 3 oder 4 Mal zurück, so schlimm auf dich zu. Und das heißt, man kann wirklich eine Besessenheit spüren für die andere Person dann. Und man kann tatsächlich durch total verrückt für diese Person kommen und das ist nicht gut. Ja. Ich sage das jetzt, wie gesagt, für die Menschen, die damit zu tun haben. Ich spüre natürlich hier so eine Situation. Ja, ich habe hier schon mit Menschen, ich habe hier mit alten Seelen zu tun. Menschen, die von anderem Leben kommen. Menschen, die sich auch, ja, sehr reife Energie sind, sehr weise sind. Aber möglich auch Menschen, die vielleicht auch mit solchen Energien arbeiten. Und das ist nicht gut, ne? Das ist tatsächlich nicht gut, nicht gut. Also ich persönlich bin total dagegen und ja, total dagegen, natürlich. Aber ich weiß, dass es sowas gibt. Ich weiß, dass das existiert, weil ich das selber ja, als Erfahrung erlebt habe. Und darüber habe ich auch ein Video hochgeladen, ja.
über Hexereien, weil das ist eine Tatsache. Ich meine, Einzelheiten kann man ja nicht nennen, weil das ist extrem privat. Ja, eines Tages vielleicht, aber habe ich nicht genannt, aber tatsächlich aus eigener Erfahrung. Also ich sehe hier Menschen, die sich sehr, sehr gut da auskennen, weil diese Menschen, nochmals, alte Seelen sind auch Menschen, die schon oft in anderen Leben waren und sich mit Magie schon sich auskennen. Ja. Ich spüre hier, nochmals kann man hier über Entscheidungen reden, Löwe. Der Magier hat natürlich mit Kommunikation zu tun, ja, das wissen wir ja. Ist eine Karte, die sehr viel mit Kommunikation zu tun hat. Ist eine Karte, die vielleicht sogar mit manchen Entscheidungen oder Entscheidungen zu tun haben könnte. Aber auch eine Karte, die schon etwas manipulativ sein kann. Ne? Also ich würde sagen, ich habe hier eine Person. Ich habe eine karmische Situation bei dir, muss ich schon sagen, die sogar nicht mit diesem Leben zu tun hat. Die Energie zeigt sich sehr alt, ja, würde ich sagen. Die Energie zeigt sich sehr alt, aber nicht, weil ich hier mit alten Menschen zu tun habe, sondern weil ich rede hier über alte Seelen, ja. Also das heißt, diese Karma, die ich hier spüre, manchmal hat mit diesem Leben nicht mal zu tun. Sind karmische Situationen, die wir von einem anderen Leben haben. Und in dem Fall bei dir würde mich gar nicht wundern mit dieser Energie, die ich hier habe. Der Eremit zeigt sich bei dir oft das, ja. Die Karte der Magier nämlich auch. Also ich habe hier so eine Situation, ja. Es gibt eine Person hier, die fragt, einen Magier fragt oder durch einen Magier irgendwie Informationen sich holt, sogar einen Magier bezahlt für Magie tatsächlich. Ich sehe eine Person hier, die Geld ausgibt dafür, sehr viel Geld ausgibt tatsächlich. Schau mal in deine Vergangenheit. Ich habe die Karte der Stern. Eine wunderschöne Karte, ja, einen wichtigen großen Arkana, Sternzeichen Wassermann, Ast der Schwerter, wieder eine wichtige Karte hier und vier der Kelchen. Also Löwe, wir reden hier über in manche Fälle eine neue Situation in deinem Leben, ne? Eine neue Situation, weil die Karte der Sterne und Ast der Schwerter und sogar vier der Kelchen könnten alle drei Karten für eine neue Situation in deinem Leben tatsächlich. Optionen sind da, Möglichkeiten sind da natürlich, oder Situationen der Vergangenheit, wo wir uns nicht unbedingt wohlfühlen. Aber Löwe, es gibt hier eine Führung. Das Universum sendet dir Zeichen, Signalen. Ich spüre mit dieser Karte und diese Kombination hier spricht für mich, für diese Vergangenheit natürlich, noch für diese Woche November, diese letzte Woche November. Also, dass man hier viel Licht und Klarheit sieht in einer Situation. Ich sehe Klarheit. Das ist, was ich hier bei dir spüre, Löwe. Dass man Klarheit hat. Dass man plötzlich alles deutlicher sieht. Ja? Plötzlich sehe ich alles klarer und ich spüre hier natürlich auch wichtige Entscheidungen, die man treffen möchte. Löwe. Ja, wichtige Entscheidungen. Ich spüre hier, das könnte hier mit einem Wunsch zu tun haben. Die Karte der Stern ist keine schnelle Karte, weil die Karte der Stern mit unserem Universum verbunden ist und das Universum kennt ja auch nicht von Zeiten. Ja, das Wort Zeit ist für uns Menschen gemacht, aber das Wort Zeit existiert für das Universum nicht. Ja, deswegen die Karte der Stern ist eine Karte, die nicht schnell ist, aber ergibt sich in dem Moment, wo sich auch ergeben muss. Also alles kommt in der richtigen Zeit. Genau. Gott kommt weder zu früh noch zu spät in deinem Leben. Gott kommt genau in den richtigen Zeitpunkt. Und da muss man Vertrauen und den Glauben dabei haben. Weil es ist einfach so. Was für dich ist, was für dich bestimmt ist,
wird dir niemand wegnehmen können. Es ist nicht möglich. Ja. Und natürlich, was für dich nicht ist, ist einfach nicht für dich. Diese Menschen verschwinden von deinem Leben oder das Universum nimmt ja diese Menschen weg von deinem Leben und man fragt sich, oh, warum und warum? Ja, weil diese Menschen einfach nicht da sein sollten. Ja, diese sollten nicht da sein. Und ich spüre hier eine Energie für dich, Löwe, mit sehr guten Vorzeichen. Ja, das ist die Energie, die ich hier habe in diese Vergangenheit. Eine Energie mit sehr guten Vorzeichen. Neue Ideen spüre ich hier sogar, Löwe. Wir reden über neue Ideen, eine neue Mentalität. Wir sind ja in diese neue Ära von Wassermann. Und das ist, was ich hier habe. Das ist, was ich hier habe. Diese neue Ära von Wassermann. Diese neue Mentalität, ja, ist bei dir schon da. Eine sehr positive Energie, muss ich dir schon sagen, Löwe. Diese Ast der Schwerter natürlich hier deutet schon auf wichtige Entscheidungen, die man natürlich auch trifft. Die mit Erfolg, also ich rede hier über Erfolg. Neue Ideen. Kannst du hier sogar einen neuen Vertrag für eine neue Projekte unterschreiben? Ja, ich sehe hier eine Unterschrift. Ja, das kann für dich eine wichtige Unterschrift sein für einen neuen Vertrag, neue Projekte. Das kann für dich über Trennungen, für dich über Trennungen reden. Trennung, ja, das Wort Trennung musst du schauen, wo du das Wort hin in deine Situation anpasst. Ja, weil das Wort Trennung kann natürlich auch für eine Scheidung reden. Für eine Kündigung, für einen Umzug. Das Wort Trennung passt eigentlich da, wo es für dich in dem Moment in Resonanz kommt. Aber ich sehe hier eine interessante, wichtige Energie für diese Vergangenheit tatsächlich, Löwe. Ich spüre hier eine Wahrheit, ja? Also Ast der Schwerter und die Karte der Sterne. Das ist einfach eine Wahrheit hier. Ja? Und ja, eine Wahrheit tatsächlich. Ja. Schau mal bitte jetzt in diese Zukunft. Die Karte, die Welt, und ich glaube, es war Sternzeichen Zwilling. Denn auch diese Karte hier in der Zukunft hatte, warte mal kurz, ich glaube, das war Sternzeichen Zwilling, ja. Die Energien, also ich meine, du kannst das auch vergleichen, wenn du mit Sternzeichen Zwilling eine Verbindung hast. Du kannst ja das Video für Dezember, Sternzeichen Zwilling, ist vergleichen. Ich finde es nur interessant, weil momentan zeigen sich, und ich meine, du siehst ja, die Karten sind, die die sind. Ich hole die Karten ja selbst nicht raus. Die Karten kommen so wie, und du merkst ja, also was ich nur sagen möchte ist, es gibt eine starke Synchronisierung zwischen mehreren Sternzeichen, ja. Wir reden hier über einen Zyklus tatsächlich, ja. Schau mal, die Karte, die Welt, Rad des Schicksals und drei der Stäbe. Also, Löwe, wir reden hier schon über ein neues Leben, ne? Das kann natürlich für dich eine Reise sein. Natürlich. Also, ich kann für dich hier über eine Reise reden. Aber Rad des Schicksals und die Karte die Welt deutet auf einen Zyklus in deinem Leben. Wie ich jetzt bei, also die Energien, es ist extrem interessant, weil es wiederholen sich bei so vielen Sternzeichen. Ich bin sprachlos. Also, über Karma habe ich ja bei dir gesprochen. Ja, über karmische Situationen habe ich ja bei dir gesprochen. Ja, und das ist nichts, es ist normal. Aber was ich hier spüre, ist, dass wir mit einem neuen Zyklus zu tun haben und aber auch mit einem alten Zyklus auch. Also man ist hier in einem Moment, wo man wichtige Entscheidungen treffen muss. Und sogar eigentlich
mit bestimmten Zyklus der Vergangenheit abschließen, endgültig abschließen sollten. Und jetzt ist die Zeit dafür. Jetzt ist die Zeit dafür. Ja, es ist einfach so. Ich spüre hier große Veränderungen in deiner Energie. Ich spüre hier eine Energie von, ich fokussiere mich wirklich in dem, was neu auf mich zukommen wird. Und ich verlasse karmische Zyklus hinter mir. Rat des Schicksals und die Karte die Welt, zwei wichtigen großen Arkana. Beide Karten reden über diesen Zyklus. Sternzeichen Fische, ich muss dir schon sagen, ist bei dir auch sehr stark zu spüren. Nicht nur. Ja. Du hast es ja gesehen, hier habe ich der König der Kelche. Spricht ja auch über Sternzeichen Skorpion, Krebs und Fische. Ja, Stier, sehr präsent bei dir. Jungfrau, Waage, Wassermann, Zwilling. Ja. Wieder auf den Würfeln, habe ich dir ja gesagt. Schütze. Gut, ich meine, was soll ich dir hier sagen, Löwe? Für eine Gruppe von euch, du hast vor, möglicherweise doch eine Reise zu machen. Das könnte möglich sein, weil ich sehe hier deutlich eine Reise. Das habe ich dir aber auch gesagt, Löwe, dass ich bei dir eine Reise sehe, dass du vielleicht eine geografische Distanz mit einer Person hast. Ja, diese Person lebt in einer anderen Stadt, Land oder sogar Kontinent. Weil die Karte die Welt ist ja auch da. Und ich spüre diese geografische Distanz natürlich. Ja. Es könnte möglich sein, wir haben es ja gesagt, dass du im Monat Dezember, wenn deine Familie sehr weit weg von dir wohnt oder lebt, dass du jetzt am Weihnachten auch diese Reise machst, weil du deine Familie besuchen möchtest. Oder weil du deine Kinder besuchen möchtest. Du hast vor, hier eine Reise zu machen, um deine Familie tatsächlich zu besuchen. Das ist jetzt ein Beispiel. Wenn das nicht die Familie ist, sprichst du für eine wichtige Person für dich, einen Wunschpartner. Das ist eine starke, wichtige Energie hier bei dir, Löwe. Und ja, du merkst ja, ich rede über klare Veränderungen. Rat des Schicksals sprichst du über Veränderungen, über einen Zyklus. Ich habe hier einen Zyklus. Es kann möglich sein, dass du, dass das Wasser euch trennt. Du siehst hier, sehe ich Wasser, dass diese Person, die du besuchen möchtest, wo du eine Reise machen möchtest, dass das Wasser, das Meer euch trennt. Ja. Schau mal bitte in deine Gefühle, habe ich einen Puppe der Kerlchen, zwei der Stäbe nochmals und Rat des Schicksals. Ja? Also Rat des Schicksals, ich meine nochmals diesen Rat des Schicksals. Puppe der Kerlchen, Wasserelement nochmals, ja, diesen Wasserelement, Sternzeichen Fische, Skorpion oder Krebs. Ich spüre hier die Gefühle. Die Gefühle sind hier. Also eine Person ist hier verliebt oder ist sehr. Die Gefühle sind hier zu spüren. Eine Person nochmals ist sehr stark am Nachdenken. Ja. Ja, sehr stark am Nachdenken. Eine Person hat hier etwas vor. Das ist, was ich wieder hier spüre. Das habe ich dir nämlich gesagt. Schau mal bitte. Jetzt ich zeige dir eine Sache. Also. Mit der König der Kelchen zeigte sich zwei der Stäbe für dich in der Mitte als Thema. Und in deine Gefühle habe ich auch der Puppe und zwei der Stäbe. Ich habe praktisch die gleiche Energie, ein König und eine Puppe, ich meine jetzt Kelchen, und zwei der Stäbe, zwei der Stäbe. Ja, das Gefühl hier ist, man ist sehr stark am Nachdenken, man möchte was etwas machen hier, also oder man denkt sehr viel an eine Person, man möchte diese Person treffen, aber das Gefühl wäre, die Person hat mit mir eine geografische Distanz. Ich denke sehr viel an diese Person und ich würde gerne, ich denke nach, wie ich das am besten mache.
wie ich das hier organisiere, wie ich diese Person treffe und so weiter und so fort. Das ist das Gefühl. Tatsächlich. Nochmals, du siehst Wasserelement. Ich weiß nicht, Altersunterschied vielleicht. Muss nicht sein. Ja? In dem Fall hier, Löwe, könnte man sogar für ein Kind reden. Ne? Also das ist eine Puppe jetzt. Vielleicht spricht das hier über ein Kind von dir. Weil das sind deine Gefühle jetzt. Ja? Ein Kind, den du jetzt nicht bei dir hast, ganz woanders lebt und du denkst an dieses Kind und ja. Rad des Schicksals. Sollte das hier einen Wunschpartner sein, Löwe? Es gibt hier, könnte man hier über eine karmische Situation reden, mit dieser Situation, in dieser Situation? Ist das eine karmische Situation? Ist das hier ein Zyklus, der sich immer wiederholt? Eine Person, die immer wieder in deinem Leben erscheint? Dieses On-Off, dieses jetzt bin ich da und irgendwie mehrere Monate bin ich nicht mehr da. Eine Person, die keine Stabilität zeigt. In dem Fall hier, wenn du mir sagst, das ist für mich ein Wunschpartner, er hat gar keinen Altersunterschied mit mir oder eigentlich kein großes Altersunterschied, dass du mir sagst, aber doch, die Person zeigt sich nicht stabil. Also diese Person ist mal so und mal so, emotionell gesehen, zeigt keine Stabilität. Ja, dass so eine Situation hier gibt, dass eine Person irgendwie sich nicht entscheiden kann, mal so ist und mal so ist. Nochmals, du siehst ja, dieses Wasserelement muss ich betonen. Gut, Löwe, darüber haben wir ja auch gesprochen, ja, dass du möglicherweise mit so einer Person zu tun hast. Eine Person, die mal kommt, dann wieder mal 2, 3 Monate nicht mehr oder irgendwie dieses On-Off da ist. Eine Person der Vergangenheit. Die Erinnerungen sind da, also die schönen Erinnerungen sind ja da. Die Nostalgie ist ja da für diese Person und so weiter. Aber das ist eine Energie, nochmals, die am Ende irgendwie nichts bringt am Ende, ja, oder? Wie, es kommt natürlich darauf an, wie jeder für sich diese Energie sieht, ja. Wie das hier für dich ist. Aber das wäre so eine Energie, die sich ohne Stabilität bewegt, ja. Schau mal, was du von außen anziehst, also zweite Schwerter. Das ist eine Blockade. Ritter der Stäbe nochmals und Ritter der Kelchen. Entweder hast du mit Ritter der Kelchen und Ritter der Stäbe zu tun, also zwei verschiedene Rittern, und deswegen ist diese komplizierte Entscheidung oder diese Blockade hier, weil man nicht so genau weiß, was man hier entscheiden kann, weil du vielleicht doch mit zwei verschiedenen Energien zu tun hast. Und wenn du sagst, nein, das ist die gleiche Person, aber ich blockiere die Person, weil diese, er oder sie nochmals keine Stabilität zeigt. Eine Person, die keine Stabilität zeigt. Ich kann es nicht anders, mit anderen Worten kann ich das nicht erklären. Ja, emotionell gesehen, sage ich jetzt mal, die Person emotionell gesehen zeigt sich nicht als eine erwachsene Person, wie man das so verstehen würde, weil es gibt auch erwachsene Menschen, die ziemlich kindig sein können, ja. Aber man versteht ja, ich rede über eine Person, die vielleicht doch erwachsen ist, also eigentlich nicht unbedingt jung ist, aber die Person zeigt sich immer wieder noch weiterhin unreif, ist keine Reife da, ja. Schau mal bitte, jetzt zeigt sich zehnte Schwerter, die Karte, die Kraft und die Herrscherin. Wow, was für eine Kombination hier. Also, diese Herrscherin, die vielleicht doch für dich spricht, Löwe, es kann für dich reden, diese Herrscherin weiß, was sie oder was er sich wert ist. Es kann natürlich mit einem Mann auch zu tun haben. Also ich weiß schon, was ich mir wert bin.
Ich werde einfach in keine Manipulation mehr reinfallen. Ich werde in diesem Selbstkontroll bleiben. Und wie gesagt, ich weiß, was ich mir wert bin. Ja, ich bin die Herrscherin. Ich spüre hier sehr viel Anziehung auch. Eine Person hat eine starke Anziehung hier. Es ist auch sehr viel Erotik zu spüren hier. Aber Zendeschwerter, du siehst, eine Person gibt ja den Rücken und geht. Zendeschwerter zeigt ja eine Ende. Eine Ende. Und eigentlich in dieser Illustration hier, weil es hätte auch mit einer anderen Illustration in einem anderen Kartendeck kommen können, aber auf diese Illustration, du siehst, diese Person liegt ja nicht auf dem Boden. Die Person liegt nicht auf dem Boden. Die Person leidet ja auch nicht mehr. Diese Person gibt einfach den Rücken und geht. So ungefähr, ich habe jetzt genug Erniedrigungen, ja, erlebt. Ich habe genug Erniedrigungen erlebt. Ich werde keine Erniedrigungen mehr ertragen. Und eigentlich, mir ist die Situation mittlerweile egal. Also so ungefähr, nicht, dass ich jetzt hier leide. Eigentlich, ich leide ja nicht mehr. Ich habe ja mal vielleicht geweint und gelitten, aber ich leide ja nicht mehr. Also weil diese Situation kenne ich schon. Also es ist nichts Neues. Und ich habe hier schon gelernt, darauf gelernt. Ich habe eigentlich sogar geheilt, ja. Und ich weiß, was ich mir wert bin. Ich bin eine hübsche Person mit sehr viel Kraft, Energie. Ich bin selbstständig. Ich brauche keine Person in meinem Leben. Allein komme ich ganz gut durch. Ich kümmere mich um meine Kinder, um mein Zuhause, um meine Arbeit, um meine Finanzen, meine Hobbys oder wie auch immer, ja. Und ich brauche niemanden. Ja, ich treibe mehr Sport, ich fühle mich fit, ich fühle mich sehr energisch und, ja, und sehr hübsch. Ich fühle mich wirklich perfekt und ich werde in keine Erniedrigungen mehr reinfallen, in keine Manipulation mehr reinfallen. Das ist die Energie, die ich hier von einer Person spüre. Ja, schau mal bitte jetzt, Löwe. Nochmal, Sternzeichen Waage, bei dir auch, muss ich dazu sagen. Schau mal, Ergebnis, drei der Stäbe. Aber schau mal bitte jetzt, Löwe, drei der Stäbe als Ergebnis. Aber drei der Stäbe hast du in der Zukunft zwei gleiche Karten. Zwei gleiche Karten für dich. Ich rede über geografische Distanz. Und ich rede möglich auch für eine Gruppe, über eine Dreierbeziehung. Ja? Also Menschen, die verheiratet sind und eine dritte Person da ist. Das muss nicht, wie gesagt, Löwe, nicht für dich reden, ja. Ich spüre aber diese Situation hier von einer geografischen Distanz, ja. Ich spüre eine Situation, die siebente Stäbe und die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit, Sternzeichen Waage. Also die geografische Distanz ist zu sehen. Eine Person, die sich auf eine klare Defensive sich stellt, ist da. Eine Person, die eine Gerechtigkeit möchte, nicht mehr ungerechtig gehandelt werden möchte. Sehr wahrscheinlich, wir reden, dass wir hier eine Ungerechtigkeit hier war. Denn wenn die Karte die Gerechtigkeit sich zeigt, ist, weil die Situation schon sehr kompliziert war, sehr lang in der Zeit auch. Und es kommt einen Balance in der Energie. Ich muss sagen, Löwe, es ist einfach erstaunlich, weil die Energien wiederholen sich zwischen mehreren Sternzeichen. Sogar bei Sternzeichen Waage, KW 48, kam auch die Energie. Also deswegen könnte hier eine Synchronisierung jetzt sein mit dir und Sternzeichen Waage. Ich spüre hier Grenze, die man setzt. Also eine Person setzt klare Grenze. Ja, ich verteidige mich. Ich verteidige mich tatsächlich. Ich werde es nicht mehr erlauben, dass ich erniedrigt werde, dass ich enttäuscht werde, verletzt werde, dass ich in irgendeinen Treulosigkeit bin. Also ich werde mich verteidigen. Ich werde für meine Rechte kämpfen und ich fokussiere mich in eine andere Richtung. Ich fokussiere mich in der Zukunft. Ich möchte was anderes. Ich möchte
Tatsächlich, was ganz anders. Also Löwe, ich spüre hier Erfolg in der Energie, zeigt sich Erfolg mit diesen drei der Stäbe zweimal. Drei der Stäbe ist eine Karte, die für Erfolg auch dasteht, für gute Vorzeichen. Das haben wir ja bei dir mit der Karte der Stern. Also ich spüre diese Energie schon. Ja, also irgendwie das Gefühl wäre das. Eine Person stellt sich auf eine klare Defensive, ja, und möchte einfach nur eine Gerechtigkeit. Das ist, was ich hier spüre. Das ist, was ich hier bei dir spüre. Also Löwe, egal ob du Mann oder Frau bist, wenn du die Herrscherin bist, ja, wie gesagt, du als Mann kann auch diese Energie haben. Wenn du die Herrscherin bist, also du wirst hier keine Ungerechtigkeit mehr erlauben. Ja, du wirst hier einfach klare Grenzen setzen und das ist, was ich hier spüre. Ich spüre hier einen Zyklus. Das ist ein Zyklus hier. Löwe, ich sehe hier sogar für eine Gruppe, dass man sagt, ich ziehe um. Also ich könnte hier mit einem Umzug auch zu tun haben. Klar, diesen Umzug wird nicht morgen um 8 Uhr sein. Aber dass für eine Gruppe hier einen Umzug ist in eine Zukunft, das könnte möglich sein. Das könnte möglich sein. Denn nochmals, ich habe hier einen Zyklus. Das ist ein Zyklus. Das ist sogar Wünsche, die in Erfüllung kommen. Das ist für mich eine Befreiung. Gell? Und das Gleiche hatte ich bei Sternzeichen Zwilling. Das ist für mich eine klare Befreiung. Eine Befreiung. Ist das für dich nochmals eine Trennung, wie ich vorher erklärt habe, egal wie es für dich ist? Ja, das ist hier eine klare Trennung. Schau mal eine Sache jetzt, Löwe. Ist auch ziemlich interessant. Also für dich, von den Engeln hier, kam diesen hier, denn hier heißt Karnivo. Und wie du siehst, sieht ganz komisch aus, diese Karte. Ich muss dir eine Sache sagen. Interessant ist, dass diese Karte für einen Prinz spricht. Einen Prinz, den Fliegen, ja. Ja, der Prinz, den Fliegen, repräsentiert schwarze Magie, Instabilität, Hass und Lüsternheit. Okay, Löwe. Also diese Energie, die ich für dich, ja, für dich rausgekommen ist, wie gesagt, repräsentiert schwarze Magie, Instabilität, Hass und Lüsternheit. Und jetzt natürlich, jeder von uns weiß, in welcher Situation sich befindet und kann oder nicht mit diesen Engeln in Resonanz kommen. Weil das kann für dich sogar, dass du mit so einer Person zu tun hast. Ja, weißt du, was ich meine, Löwe? Dass diese Beschreibung, was ich dir gerade gebe, du mit so einer Person zu tun hast. Eine Person, die keine Stabilität zeigt. Eine Person, die doch mit schwarzer Magie arbeitet, etwas, einer Person mit sehr viel Hass in sich, wütend. Also ist eine komplizierte Energie, wenn ich dir ehrlich bin. Ne? Und diese Energie hatte ich bis jetzt noch nie gehabt. Also ich hatte diese Karte noch nie, nicht mal gesehen sogar. Also ich hatte diese Karte nicht gesehen. Und ich habe dir vorher ja über so eine Energie gesprochen. Eine Person, die sowas macht, mit dem du zu tun hast. Und Löwe, Achtung hier, weil es könnte sogar die Frau oder der Mann von dieser Person, mit der du zu tun hast. Zum Beispiel, wenn, in dem Fall, du bist in einer Dreierbeziehung, das spricht nicht für uns allen, aber du zum Beispiel warst oder bist in einer Dreierbeziehung, die Frau oder der Mann von dieser Person arbeitet damit. Und nur du weißt, was das hier jetzt so sein könnte. Weil das kann damit zu tun haben. Sonst nochmals, du musst wissen, weil das ist nicht einfach jetzt umsonst da. Diese Karte ist nicht umsonst hier.
Dann kam natürlich auch die Karte der Opferung, einen Engel, was mit einer Opferung zu tun hat. Einer Person, die sich opfert, die irgend in so eine komplizierte Situation drin ist. Einer Person, die sich wie gefangen fühlt. Ich fühle mich gefangen. Ich bin ge wie gefangen. Ich kann mich nicht befreien. Das ist das Gefühl, was diese Karte spricht auch für mich, ist eine ähnliche Energie wie der Gehängte. Der Gehängte Sternzeichen Fische. Ist nur interessant gerade, ja. Also ich spüre hier eine Person nochmals, die sich wie gefangen fühlt. Ja, ich kann mich ja nicht befreien. Und nochmals, Löwe, wie gesagt, das kann für dich oder für jemand anderen reden, aber eine Person macht gerade eine Opferung in der Situation. Und in manchen Fällen, eine Person, die durch schwarze Magie jetzt irgendwie sich gefangen fühlt oder blockiert fühlt, die Person ist in einem Stillstand. Nichts läuft hier. Die Projekte laufen nicht, die Finanzen laufen nicht, die Liebe läuft nicht. Also nichts läuft hier mit dieser Karte der Opferung, weil eine Person sich gefangen fühlt. Und das hat mit einer anderen Person zu tun, die diese Person beeinflusst, manipuliert oder so weiter. Das ist eine starke Energie. Das sage ich dir nämlich auch. Das sage ich dir nämlich auch. Und noch hinter dem Deck, ich meine, die Energie ist extrem, 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 extrem. Es ist extrem. Denn dann kam auch dieses hier. Also du merkst ja, was für Energien wir hier haben. Diese hier spricht auch über eine Person, die sich einfach gehen lässt, die Schwierigkeiten hat, um zum Beispiel Probleme zu lösen, Unsicherheiten auch. Ja, also wir reden hier, diese Energie, die ich hier habe, und es kann für dich in Resonanz kommen, wenn für dich was sagt, ist eine Person, eine Energie, die wirklich in ziemlich eine komplizierte Situation sich befindet, die sich nicht befreien kann, die sich beeinflussen lässt. Eine Person, die sich gefangen fühlt, weil manipuliert wird. Es gibt hier eine klare Manipulation. Egal, ob das mit Magie zu tun hat oder nicht. Oder einfach eine Person, die energetisch sehr gut manipulieren kann. Also das ist die Energie, die von den Engeln, die ich hier habe. Für mich, was ich denke, du hast irgendwie mit so einer Person zu tun gehabt oder hast immer noch. Und das, ich spüre hier eine ziemlich komplizierte Situation, die man einfach jetzt Grenze setzt. Und du weißt, wie das ist manchmal, Löwe. Also manchmal, wir teilen den Karma von einer anderen Person. Wirklich. Also eine Person ist in eine komplizierte Situation und weil ich für diese Person so viel empfinde, ich bin da, ich bleibe da. Ich teile seinen Karma irgendwie, ja. Also für mich läuft auch nichts. Ich bin wie einen Stillstand. Ich bin blockiert. Meine Energie ist blockiert, weil ich ja warte. Ich warte, ja, dass diese Person diese Situation lösen kann. Also ich teile praktisch den Karma von dieser Person, obwohl ich nichts dafür kann und auch nichts ändern kann an der Situation. Und möglicherweise diese Person selbst, Löwe, Augenblick bitte, sogar möglicherweise diese Person selbst kann auch nichts machen, nichts dafür. Also diese Person wird in dieser Situation so lang bleiben, diese Person die Kraft hat oder den Mut hat, sich von dieser Situation zu befreien. Und, aber das ist nicht unsere Sache. Ja, also jeder von uns muss mit seinem eigenen Karma arbeiten und sich beschäftigen. Und ich habe schon genug mit meinem eigenen Karma zu tun, dass ich noch mit dem Karma von jemand anderem noch arbeiten muss. Das geht nicht. Und das wird von uns auch nicht verlangt. Ja, also wichtig ist, dass jeder von uns seine Arbeit macht und einfach weiter
in diesem Prozess, in dieser Entwicklung weitermachen, ja. Nicht einfach die Energie blockieren, in einen Stillstand bleiben, weil ich auf eine Person warte, die ich halt liebe, aber diese Person in eine komplizierte Lage ist und so weiter. Sowas geht nicht. Sowas geht nicht, sollte nicht geben, ja. Das ist nicht unser Ding, also das ist nicht unser Karma. Und du gibst die andere Person viel mehr Kraft, wenn du dich trennst. Die Person, also du gibst die Person viel mehr Kraft, weil die Person sieht, aha, ja, also ich muss es doch schaffen. Ja, also die Person muss dann diese Energie von selbst irgendwie holen. Also Löwe, ich meine, ich spüre hier für dich, wie du siehst, die Karte Rat des Schicksals in der Zukunft und die Karte die Gerechtigkeit als Ergebnis. Du siehst ja selber, wir reden hier über eine klare karmische Situation für dich. Den Satz, jeder bekommt, was jeder verdient, was man verdient, ist halt da. Ich meine, ja, und das ist so. Also jeder von uns bekommt immer einen Teil von diesem Karma, egal aus welcher Seite wir sind. Ein Teil bekommen wir immer alle. Also es ist so. Deine Energie ist positiv. Für mich, deine Energie ist positiv. Für mich ist positiv. Ja, du bist wieder in deinem Element, in deine Kraft, ja. Ich spüre hier, wie gesagt, diesen Zyklus, der sich möglichst wiederholen möchte, diesen toxischen, karmischen Zyklus. Aber ich spüre hier klare Veränderungen, sind klare Veränderungen. Ja, wir reden über 180 Grad Veränderungen in deiner Energie. Wir reden über einen klaren Zyklus für dich. Und die Lektion, ich denke, die Lektion hat man jetzt gelernt, natürlich. Es wird wohl Zeit sein, oder nicht? Ich meine, irgendwann muss doch die Zeit da sein, dass man sagt, ich habe die Lektion gelernt. Und Löwe, ich sage dir aber eine Sache. Diese Energie verbinde ich gerade stark mit Sternzeichen Waage. Also KW 48 Sternzeichen Waage, ich hat mit dir eine klare Synchronisierung. Und das Gleiche habe ich bei Sternzeichen Waage gesagt. Also es wird wohl Zeit sein, dass man eine Lektion lernt und man weitermachen kann, oder? Oder wie lang will man sich in einen Zyklus verlieren? Weil am Ende ist nur Zeitverschwendung und es bringt ja nichts. Ja, es bringt ja nichts. Was will man von der Vergangenheit oder einer Person der Vergangenheit, was will man Neues, was Neues entdecken? Es gibt nichts mehr Neues zu entdecken. Es ist alles schon passiert. Ist eine Zeit, die nicht mehr da ist. Eine Person, die eigentlich nicht mehr die gleiche ist. Und es spricht für Zeitverschwendung. Okay, ich meine, ich rede gerade vielleicht durch meinem Ego, ja, weil Zeitverschwendung eigentlich nicht. Wir irren uns ja nicht. Wir lernen ja und von da aus, wir machen ja nichts Falsches. Wenn wir eine Lektion wiederholen müssen, ist auch kein Problem. Muss halt so sein. Wir verlieren dabei ein bisschen Zeit. Gut, ich meine, kein Problem. Aber irgendwann tatsächlich muss man hier eine Situation lernen. Und das ist, was ich hier habe. Also das ist Karma, ja, das ist Karma. Das ist Karma für dich und das ist Karma für mich, Löwe. Ja. Und klare Grenze, tatsächlich. Also hier rede ich über klare Grenze. Über klare Grenze. Und ich spüre einen Schluss. Das ist, was ich hier spüre. Einen Schluss. Einfach einen Schluss. Ja. Ich spüre hier einen Schluss. Löwe, ich meine, du siehst ja, du hast hier mit einer bestimmten Energie zu tun oder irgendwie ist das halt so, die keine gute, ja, die etwas halt doch manipulieren kann. Das ist halt da, das kann ich nicht einfach übersehen. Du hast es ja gesehen, welche Engel für dich gekommen sind. Aber Löwe, ich sage dir eine Sache, ich rede hier über einen neuen Zyklus. Das ist mein Gefühl. Und schau mal bitte jetzt, hinter dem Deck von diesem Orakel kam für dich wie zu Hause, nirgendwo, wie zu Hause, aber danach kam, es ist Zeit zu gehen. Es ist Zeit zu gehen. Möglicherweise, es ist Zeit von diesem Komfortzone zu gehen. Es ist Zeit zu gehen und die höhere Macht ist da. Du wirst geführt, Löwe.
Du wirst tatsächlich geführt durch eine höhere Macht. Durch eine höhere Macht wirst du geführt. Ja, du kannst das vielleicht nicht, sogar nicht verstehen, was hier abgeht in deinem Leben momentan, dass du dieses Gefühl hast, dass du, aber das ist, spricht für eine Führung für dich. Ja. Die Verbindung mit dem Universum ist ja hier zu spüren. Diese höhere Macht ist da. Ja. Wir reden über den Schicksal bei dir. Das ist ja hier ziemlich klar, oder? Wir reden hier über den Schicksal. Die Karte der Sterne spricht über den Schicksal. Die Karte Rat des Schicksals spricht über den Schicksal. Und die Karte der Gerechtigkeit spricht über ein Schicksal. Ich meine, wir reden hier für dich über den Schicksal. Das kann man nicht beeinflussen. Was für dich bestimmt ist, ist für dich bestimmt. Wir reden hier über eine Bestimmung und das ist einfach so. Du wirst geführt, weil du zu deiner Bestimmung, also du gehst in diese Richtung. Es gibt hier eine starke Energie für dich. Wir reden über klare Veränderungen. Löwe. Und wir reden, dass wir einen Karma ausgleichen. Und das ist das Beste, was uns geschehen kann. Müssen wir selbst auch einen Teil dafür bezahlen? Müssen wir selbst auch einen Teil von uns auch? Ja, möglicherweise. Ich meine, oder wer ist hier perfekt? Wer ist dann perfekt hier? Ich nicht, ja? Also ich nicht. Man muss natürlich auch selbstkritisch sein können, ja? Das ist wichtig, aber wer ist hier perfekt? Wer bewirkt gar kein Karma? Das ist nicht möglich. Dann wären wir ja nicht mehr hier. Also die Sache ist hier, wir müssen jeder von uns einen Teil von unserem Karma hier in dem Fall ausgleichen. Das gilt für momentan für uns allen. Das ist die Energie für alle Sternzeichen momentan. Weil die Planeten momentan astrologisch gesehen so stehen und das ist die Verbindung mit der Energie ist da. Ja, also die Energie verbindet sich tatsächlich mit diesem Astrologie, mit dem Planeten. Das kann man gar nicht trennen. Tatsächlich ist da. Und das ist die Energie für uns alle momentan. Ich empfehle, Geduld zu haben. Geduld zu haben, tatsächlich. Und durchgehen. Also einfach die Situation durchgehen, die Veränderungen durchführen und fließen, mit der Energie einfach fließen. Nicht blockieren, nicht gegen den Strom, sondern mit dem Strom fließen. Und das ist einfach eine Sache, die man nicht ändern kann. Das ist für dich Schicksal. Und es ist so. Also Löwe, ich staune mit deiner Energie. Tatsächlich momentan, ich staune mit fast allen Energien. Also ehrlich gesagt, ich danke dir für deine Likes, für deine Abos. Dankeschön. Ich wünsche dir einen schönen Monat, Dezember. Und wir sehen uns bald. Ja, Löwe. Dankeschön. Tschüss.